Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe diese Marker bekommen und ja, ich verlinke euch die gerne in der Videobeschreibung. Es ist auf eine unbezahlte Werbung. Ich habe es geschenkt bekommen, aber nicht von der Firma oder so, es ist nichts gesponsert. Und ich muss sagen, ich gehöre zu den Menschen, die, wahrscheinlich gibt es nur sehr wenige von uns, die nie wirklich mit Filzstiften oder gar Markern oder was auch immer gemalt oder gezeichnet haben. Ich habe es ja mal auch erwähnt, ich war in einer Waldorfschule als Kind und das sind Filzstifte und alles, was in die Richtung geht, ja, die stehen auf der sogenannten quasi Blacklist und dementsprechend habe ich irgendwie nie einen richtigen Bezug dazu gehabt und habe auch später nie Filzstifte für mich als Medium entdeckt. Ja, ganz zu schweigen von solchen Markern. Ich habe nur auf YouTube jetzt so viel einfach davon gesehen, dass ich sie halt auch gerne haben wollte und das einfach ausprobieren wollte und dementsprechend kam es zu diesem Video. Mein erstes Bild mit Markern. Ich glaube, ich habe gerade tatsächlich über diese Marker von dieser Firma, die habe ich gesehen bei Kritzelpixel, glaube ich, war das damals, ewig schon her, und habe diese Marker tatsächlich zu meinem letzten Geburtstag bekommen und das ist fast ein Jahr jetzt her. Also ja, eine Weile. Ich habe mich entschieden, hier so eine Art Cartoon-Mops zu malen. Und ich habe mich mal wieder entschieden, den ganzen Vorzeichenprozess auch in diesem Video zu lassen, weil das ja immer wieder gewünscht war. Und genau, ja. Ich beginne gerne bei Tieren mit der Schnauze tatsächlich und arbeite mich dann zu den Augen. Und genau, ja. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine große Methode, schon gar nicht beim Zeichnen so von solchen Cartoon-Tieren. Die mache ich sehr nach dem Bauch heraus. Wir können aber wie gesagt auch extra Videos noch dazu machen mit so ein paar Tipps und Tricks, die ich mir überlegen kann und so. Aber ja, ich möchte auch dazu sagen, weil kürzlich so eine Kommentarwelle kam bei einem sehr alten Video. Einem unglaublich, also wirklich eines der ersten Tutorials, die ich je gemacht habe. Also ich möchte das einfach noch erwähnen. Nein, ich bin nicht der große Künstler und möchte mich auch gar nicht als diesen darstellen auf YouTube, sondern ich habe mir manche Techniken angelernt, ich habe manche Techniken gelernt bekommen, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe noch sehr viel zu lernen. Ich finde es sowieso komisch zu sagen, man ist irgendwann der große Künstler und am Zenit angekommen, weil ich tatsächlich finde, dass man das eigentlich nie wirklich ist. Und ich bin auch Welten entfernt von Künstlern, die Fotografien 1:1 nachmalen. Wobei das auch absolut nicht mein Ziel ist. Ich weiß aber, dass viele ein bisschen so an die Kunst herangehen mit diesen Gedanken und mein Motto Kunst, die bewegt, habe ich tatsächlich damals von meinem Designer bekommen und der das einfach auch als Vorschlag gemacht hat und ich fand das einfach ja, ein ziemlich cooles Logo, weil ich einfach bewegen möchte. Ja, also wenn jemand sich getriggert fühlt, dass ich meine Bilder Kunst nenne, ich finde Kunst ist ein sehr weitreichender und relativer Begriff und ja, dann tut es mir auf jeden Fall leid, das ist nicht meine Absicht. Das ist auch mit ein Grund, warum in der letzten Zeit und warum auch jetzt im November weniger Videos kommen werden mit Audiokommentar. Mich hat das ein bisschen runtergezogen, um ehrlich zu sein.
Und ich hatte einfach keine große Lust mehr, Schritt für Schritt meine Bilder zu erklären. Ja, was eigentlich Blödsinn ist, weil ich viel, viel mehr positives Feedback von euch bekomme. Und zwar sehr, sehr viel. Und ja, im Quartal bekomme ich halt dann einmal auch negative Kritik. Und das ist auch voll in Ordnung. Ich kann mit Kritik eigentlich umgehen. In dem Fall war das eigentlich schon richtiges Gehate und so, und das ist auch okay. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass ich mich selber auch nicht als großer Künstler sehe, war eigentlich nie mein Ziel, Tutorials zu machen oder mich als solcher darzustellen. Ich lerne vieles noch selber. Ich möchte euch gerne weitergeben, wie ich male. Ja, es ist ja nicht, dass ich sage, ich lehre euch hier die Techniken von Da Vinci, sondern ich zeige euch einfach nur, wie ich male. Und tatsächlich war das ja auch immer von Zuschauern erwünscht, dass ich das mit Audiokommentar Schritt für Schritt erkläre. Auch die Zahlen sprechen gravierend für sich, also meine Speedpaints. Kein einziges hat nur annähernd Klicks, wie Tutorials das bei mir halt haben. Und von daher ist einfach der Kanal so gewachsen durch euch, für euch. Und ich mache Speedpaints wesentlich lieber, weil ich mich selber nicht gern höre. Und ja, manchmal komme ich mir auch ein bisschen komisch davor, alles einfach zu kommentieren, was ich gerade mache oder so. Das habe ich begonnen und mache ich und auch voller Freude für euch. Und ich freue mich, wenn es euch weiterhilft und wenn es euch bereichert. Und wenn nicht, dann ist das auch vollkommen okay. Und ich finde auch, dass das sehr Geschmackssache ist. Und ich würde nie davon ausgehen, dass meine Bilder jedem gefallen. Ja, das auf jeden Fall als Kleines. Es war mir ein Anliegen, loszuwerden. Ich habe das schon einmal in einem Video eigentlich eingesprochen und habe mich dann dagegen entschieden, das zu veröffentlichen, weil ich das eigentlich nicht gerne mag, solche Anliegen in Videos zu erzählen, weil ich einfach erfahrungsgemäß die Meinung teile, dass das eh die falschen Leute immer sehen. Die Leute, die man eigentlich gerne damit ansprechen möchte, die werden sich dieses Video gar nicht anschauen. Und wenn, dann werden sie nach den ersten Worten sowieso abdrehen. Diejenigen, die sich meistens die Videos dann anschauen und das eben hören, ja, dürfen sich eigentlich gar nicht angesprochen fühlen. Ich werde es heute trotzdem mit veröffentlichen, auch wenn es gar nichts mit der Zeichnung an sich heute zu tun hat. Einfach ein bisschen als Erklärung, warum ja, ich auch mitten im Inktober dann eher nur Speedpaints gemacht habe. Das war auch der Zeit ein bisschen geschuldet, aber das war eben auch die Ursache. Und warum auch jetzt im November zwar nicht Speedpaints kommen, aber ich werde die Videos halt nicht kommentieren. Das werde ich versuchen, ab Dezember wieder zu machen. Und genau, ja, die November-Videos, ich gebe es ja zu, ich produziere immer ein bisschen vor, das muss ich einfach, weil sonst schaffe ich das gar nicht in dem Ausmaß, in dem ich gerne Videos für euch bringe. Und die im November sind jetzt auch schon abgedreht, eben auch ohne Audiokommentar. Und die im Dezember noch nicht. Und da werde ich wahrscheinlich wieder Audiokommentar machen. Und das kann ja jeder auch ausmachen, den das stört, denke ich. Und dann die Musik der eigenen Wahl einfach dazu hören, wenn einem das Video interessiert. Ja, ich danke euch auf jeden Fall für die paar Minuten. Es tut mir leid, da bei der Zeichnung, dass ihr euch das jetzt geben müsst, dass es nicht nur um die Zeichnung geht, aber es war mir dann irgendwo doch ein Anliegen, einfach einmal angesprochen zu haben. Ja, hier habe ich auf jeden Fall jetzt mir einen Braunton genommen und das war schon die erste Schwierigkeit ein bisschen für mich, weil mit den Markern suche ich mir halt eine Farbe aus und ich kann danach eigentlich kaum bis nichts mehr wirklich verändern. Ist halt anders, wenn ich mit Aquarellfarbe arbeite, kann ich das leicht heller machen. Mit Acrylfarbe kann ich auch drüber oder so malen. Das ist für mich ein bisschen ein neues Erlebnis, wenn man so will. Und im Nachhinein
hätte ich mich lieber für ein bisschen hellere Brauntöne entschieden. Aber ja, nichtsdestotrotz habe ich dann eben den Versuch gewagt. Ich muss gestehen, ich habe auf einem Schmierblatt Papier kurz vorher die Stifte getestet und mir ist aufgefallen, dass ich in einer Richtung die Linien ziehen muss, um eine Fläche auszumalen, weil wenn ich Flächen ausmal, wie ich sie gerne ausmal, nämlich so kriksi-kraksi durcheinander die ganzen Linien, dann sieht man das. Und das ist ungünstig, ja, weil wenn ich über eine Fläche doppelt drüber gehe mit diesen Markern, man sieht einfach auch die ganzen Strichführungen. Das ist schon mal so die erste Hürde, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob das mein Medium wird, ich bezweifle es stark. Ja. Ist halt eine Gewöhnungssache, denke ich. Ich glaube, dass das bei jedem Medium, deswegen ich würde nie, das ist auch mein Tipp an euch, weil ich das ein paar Mal schon gemacht habe. Viele Tipps, die ich übrigens weitergebe, ist nicht, weil ich Kunst studiert habe, sondern tatsächlich einfach nur Erfahrung, weil ich diese Fehler schon hundertfach selber gemacht habe. Und ich sehe sie nur nicht als Fehler, ich sehe sie als Teil von einer Erfahrung und einfach nicht schlimm. Im Gegenteil, weil ein perfektes Bild ist für mich, sagt halt zu wenig über den Künstler aus. Das könnte jeder gemalt haben. Und gerade so diese Fehler und so diesen Charakter, den wir in unsere Bilder mit hineinbringen, genau das finde ich das Interessante an den Bildern. Das, was die Bilder einfach über den Künstler aussagen. Und das ist ja auch oft etwas, wenn wir Kunst betrachten von großen Künstlern, gibt es immer die Geschichte dazu. Warum hat der Maler das gemalt? Wann hat er das gemalt? Was hat vielleicht politisch etc. diesen Künstler beeinflusst? Und ja, genauso finde ich halt auch Fehler machen eigentlich den Charakter von einem Bild erst so richtig aus. Ja, das halt am Rande. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier mir die Pfoten ausgemalt, eben die Augenumrandung und die Ohren. Ich habe mir einfach Fotos angeschaut, wie solche Möpschen ausschauen, beziehungsweise ich kenne sie ja eh, in der Familie gibt es auch einige Mopsis. Ja, ich finde einfach, ich liebe diese Hunderasse. Ich habe sie lieben gelernt. Also am Anfang habe ich mir schon so gedacht, ich weiß nicht, also der schönste Hund ist es ja nicht unbedingt. Und ich habe da meine Meinung in den Jahren komplett revidiert. Ich finde sie irrsinnig schön, weil auch, ja, sie einfach so ein eigenes Wesen und so haben. Ich glaube, wäre ich ein Hund, ich wäre ein Mops. Ganz klar, ja. Auch wenn man sich wünscht, dass man, weiß ich nicht, ein eleganter Irish Setter wäre oder ein freundlicher Golden Retriever oder ein süßer, weiß ich nicht, Cavalier King Charles Spaniel. Am Ende, wenn ich da so drüber nachdenke, ich glaube, ich wäre ein Mops. Einfach so. Naja, auf jeden Fall habe ich da eben diese Flächen mir dann ausgemalt und eben den Schnauzenbereich. Ich habe mich entschieden für so einen beigen Mops, weil es gibt ja die auch in Schwarz. Und ja, genau. Jedenfalls habe ich die Flächen einfach wirklich stoisch, wie bei einem Ausmalbild, ausgemalt und halt versucht, die Linien möglichst in einer Richtung zu malen, damit die Fläche halbwegs schön wird. Das finde ich zum Beispiel eine wesentlich einfachere Sache mit Acrylfarbe, sogar mit Aquarellfarbe. Ich fand das mit diesen Markern unglaublich schwierig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das war für mich eine richtige Herausforderung. Weil ich eigentlich gar nicht so, weil das schwierig ist, Striche in eine Richtung zu malen, sondern weil ich während dem Malen bzw. Zeichnen eigentlich ständig wieder umswitchen wollte, wie ich es halt gewohnt war. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch korrigiert. Mir war der Schnauzenbereich dann einfach zu klein. Ich habe ihn dann größer gemacht. Ist halt auch etwas im Nachhinein. Ja, größer kann ich das natürlich machen mit diesen Markern. Bei kleiner hätte ich schon mal ein riesiges Problem. Ist natürlich auch ein Medium, wo ich Fehler kaum korrigieren kann, bis gar nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Auch das, ich meine, es ist natürlich auch schwierig.
mehr oder weniger, Entschuldigung, dass ich das so sage, also um Gottes Willen, wenn es jemandem die Haare zu Berge jetzt stehen lässt, dann tut mir das leid, aber im Grunde bessere Filzstifte mit Aquarell- oder Acrylfarbe zu vergleichen. Das ist natürlich ein extrem plumper Vergleich an sich. Ich mache ihn aber trotzdem. Und von daher muss ich halt sagen, dass das schon für mich eben eine Schwierigkeit ist, weil ich Fehler nicht so ausmerzen kann. Und ich mache halt eben gerne unter Anführungszeichen Fehler und ich merze sie auch gerne dann 10-mal aus und da ist halt hier ja, Schluss mit lustig. Genau. Ja, wir haben da oben so eine schöne Hautfalte. Das heißt, ich bin dann mit dem helleren Braun hergegangen, habe mir hier diese obere Halsfaltenlinie quasi gezogen und dann wieder mit dem dunkleren eine Linie drüber. Wir haben hier eben einen Mops im Cartoon-Stil gezeichnet. Das heißt, da war natürlich in keinster Weise der Drang, da einen realistischen Mops hinzubekommen. Das sei nur so am Rande natürlich gesagt. Ich wollte wirklich einfach nur so eine Cartoon-Variante. Und dementsprechend habe ich mich natürlich nicht da jetzt in Details oder so verloren. Einfach nur grob. Ich wollte das Wesen von einem Mops einfach da ein bisschen einfangen. Ich habe dann mit Schwarz schon einmal so dieses das Maul umrandet, also unten die Lefzen, dann ein bisschen so die Mundöffnung, die man sieht, die Nasenlöcher und mit Grau dann die restliche Nase ausgefüllt, damit das einfach ein bisschen heller ist als die Nasenlöcher. Ich kann ja hier eben nicht schwarz verdünnen oder so, ja, um einen helleren Schwarzton quasi hinzukriegen. Ist immer ein bisschen schräg von hellerem Schwarz, dunkleren Schwarz zu reden, aber ist ja so. Ich habe letztens ein interessantes Video auch gesehen von einer anderen Künstlerin auf YouTube, die ein Video gemacht hat mit das schwärzeste Schwarz, ja. Ging halt um eine Farbe, die wirklich so richtig schwarz-schwarz ist. Sehr oft auch zeigt er irgendwie auch teilweise von der Qualität von Farben, ob sie beim Auftragen wirklich richtig schwarz sind oder eher mehr so ein ja, ausgewaschenes Dunkelgrau. Ja. Naja, jedenfalls, ja, habe ich hier die Schnauze so schön umrandet. Ich habe eigentlich ja einige Cartoon-Tiere damals gemalt für ein Forum und habe damals ein Video rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da habe ich auch witzigerweise einen Cartoon-Hund gemalt. Ja, irgendwie bei den Hunden fest kleben geblieben. Und habe damals auch gesagt, dass ich mehrere bringen werde in Zukunft. Habe ich aber nicht, zu meiner Schande. Wobei ich glaube, das Video war gar nicht schlecht geklickt. Also die Resonanz war gar nicht negativ oder so, dass ich mir denken hätte können, dass das nicht Anklang findet. Ich weiß gar nicht, warum ich das dann nicht mehr verfolgt habe. Von daher, wenn ihr Lust dazu habt, dass ich einfach auch mehr so Cartoon-Tiere halt male, dann schreibt mir das bitte, weil dann kann ich das einfach schauen, dass ich das dann 2021 einfach umsetze und immer wieder eins gerne hochlade und da dann auch, wie bei dem ersten Hund, den ich ihm gezeigt habe, bisschen besser auch das Vormalen und so einfach erkläre und wirklich zum Mitzeichnen. Ja, müsst ihr mir einfach sagen. Ich habe die Augen jetzt so orange, in so einem fast schon eher so ockerbraun, aber fast doch schon so orangebraun Ton ausgemalt einmal und habe das trocknen lassen. Ich weiß nicht, wie lange diese Marker brauchen, um sich dann auch nicht mehr so richtig verwischen zu lassen. Ich war mir unsicher, deswegen habe ich dann einfach einmal weiter gemalt mit einem helleren Braunton, wo ich einfach hier den Kopf ausgefüllt habe. Also im Grunde alle anderen Fellbereiche, die nicht dunkler sind. Ist ja bei dem beigen Mops, ist ja einfach nur so Ohren, Schnauze und Pfoten plus die Umrandung der Augen einfach dunkler. Und ja, der Rest einfach heller. Was habe ich gemacht? Da habe ich eben auch wieder ein bisschen so geachtet auf die Linienführung und ja, das einfach ausgefüllt. Ich habe tatsächlich auf dem Schmierzettel auch ein bisschen probiert,
Wenn ich jetzt mit einem Marker eine Linie ziehe und gleich danach mit dem nassen Pinsel drüber gehe, ob ich das noch ein bisschen so quasi verwischen, verblenden kann. Mir ist es nicht gelungen. Weiß nicht, ob es am Papier lag. Ihr könnt mir ja gerne, ihr habt sicher mehr Erfahrung mit Markern, könnt mir das gerne auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Bin ich auf jeden Fall gespannt auf Tipps. Ich weiß, dass es noch so einen extra Stift, glaube ich, gibt zum Verblenden. Das sollte ich mir vielleicht zulegen. Und ja, genau, ich weiß auch, dass manche Künstler haben mit den Markern einfach ein bisschen so auf einer zum Beispiel Plastikpalette gemalt. Also ein bisschen, dass so ein bisschen Farbe auf die Palette kommt. Und das dann, ich glaube, mit einem Pinsel mit Alkohol, glaube ich, dann ein bisschen verdünnt und eher dann so wie Aquarellfarbe verwendet. Das möchte ich zukünftig auf jeden Fall auch ausprobieren. Ich betone nochmal, das ist mein erster richtiger Versuch mit diesen Markern. Sprich, da muss ich einfach schauen, was man da noch damit wirklich machen kann. Ich habe irgendwie Bock auch gehabt, so das letzte Quartal jetzt vor Jahresende ein bisschen Neues auch auszuprobieren. Parallel natürlich zum Dagewesen. Also bitte alle, die eher meine Videos schauen wegen Acrylmalerei. Ich weiß, dass drei Viertel von euch am liebsten meine Acryl Bilder mag oder mit Acryl malt lieber. Das kommt sowieso und da wird immer der Fokus hier drauf bleiben, weil das einfach mein liebstes Medium ist. Das muss ich halt auch ganz klar sagen. Aber trotz allem, so im letzten Quartal waren ein paar Sachen, die ich einfach neu ausprobieren wollte. Dieses Resin-Art möchte ich auf jeden Fall testen, dieses Harzgießen. Ja, dann eigentlich schon länger wollte ich das auch mit dieser Schrumpffolie mal versuchen. Im Grunde dann auf ganz anderen Untergründen malen. Das auf jeden Fall waren halt so ein paar Kleinigkeiten, die ich eigentlich nie auf dem Kanal gemacht habe, die ich einfach gerne mal probieren würde, mit euch probieren würde. Und war ja auch bei dem Acrylic Pouring, das habe ich davor ja auch nie gemacht und mit euch quasi gemacht, ausprobiert. Und das würde ich eigentlich ganz gerne testen. Ja. Neben dem altbewährten natürlich. Ich habe jetzt hier mir einen Grauton genommen und habe versucht, hier jetzt ein paar so Schattierungen reinzubringen, beziehungsweise einfach so diese schattigen Bereiche. Ich weiß, wir gehen wieder so in die Richtung, die altbewährte Diskussion, ob man Schatten mit Schwarz, gut, ich habe jetzt hier einen Grauton genommen oder so ein gatschfarbenen Ton, ob man das überhaupt macht oder nicht im selben Ton bleibt, nur wesentlich dunkler. Das heißt also in dem Fall dann ein sehr dunkles Braun. Ja, ich weiß, diese Diskussion besteht. Ich habe trotzdem mich für diesen komischen Matschton entschieden und ja, fand das eigentlich ganz passend. Also ich habe es einfach mal ausprobiert. So der Mut zu so einem Schatten, der einfach nur seiner Linie besteht und nicht verblendet ist und so. Ja, auch da muss ich ein bisschen aus, über meinen Schatten springen. Und dann habe ich jetzt hier die Falten gezogen, weil ich weiß nicht, ob ihr kennt sicher Mopsis. Wer kennt die nicht? Die haben halt so ein faltiges Gesicht und da haben sie auch Falten und überall sind so Falten und Specki und ja, das habe ich halt einfach so mit Linien eingezeichnet. Ja, ich sag ja, also wäre ich ein Hund, wäre ich ein Mops. ja. Bin ja einfach irre süß. Also, ja, ich meine, wenn man da schon so redet, welches Tier ist nicht süß und irgendwo, ja, ganze Tierwelt oder kleine Kinder oder was auch immer. Also, wir wollen jetzt gar keine Süßheitsskala irgendwie aufbauen, aber wie gesagt, bin sehr begeistert von der Hunderasse. Ja. Genau, jetzt habe ich die Pupille, die schwarze, hier noch gemalt, die Augen umrandet und auch hier werde ich jetzt schummeln, wie im Inktober zum Beispiel oder wenn ich mit Aquarell male. Wie eigentlich immer, wenn ich ein anderes Medium außer Acrylfarbe verwende, werde ich auch hier mit weißer Acrylfarbe dann meine Highlights setzen. Ja, genau. Toller Tipp, das werde ich in einem anderen Video mal euch sagen. Gibt
noch eine andere coole Möglichkeit, abgesehen von Acrylfarbe, aber das folgt dann in einem nächsten Video. Da habe ich was ausprobiert, das werde ich auch mit euch teilen, was ich ganz witzig fand. Ja, genau. Jetzt habe ich einfach hier die ganzen, ja, kann man ja sagen, Outlines gezogen. Also die ganzen Außenlinien halt rundherum. Um die Ohren, die Pfoten und so. Ja, ist halt meine Art, solche Cartoon-Tiere zu zeichnen. Da sind wir auch schon wieder ein bisschen bei einer Idee, die ich auch für ein zukünftiges Video auch schon sehr, sehr lange habe. Ich führe ja tatsächlich eine Liste. Auch wenn ihr Wünsche oder so schreibt, das kommt bei mir alles in einem Notizblock auf eine sehr lange Liste inzwischen mit Dingen, die ich unbedingt umsetzen will. Und auf jeden Fall eins der Dinge ist, dass ich ein Bild, also dasselbe Motiv, mit verschiedenen, in verschiedenen, nicht Stilen in dem Sinn, sondern eher so mit verschiedenen Medien oder Techniken male. Diese Idee ist tatsächlich auch ein bisschen mehr oder weniger geklaut. Also ich habe, das ist 20 Jahre her, bei einer Künstlerin, bei einer Bekannten gesehen, die hat das einmal gemacht. Die hat so eine Szene, eine Stadtszene, also mit Gebäuden und so, gemalt. Einmal mit, ich glaube, Ölfarbe, vielleicht war es aber auch Acryl, einmal mit Aquarell, einmal mit wirklich schwarzen Outlines, einmal ohne und so und im Vergleich. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, das so wirklich im Vergleich zu sehen. Ja, unser Mopsi ist fast fertig. Ich habe ihm noch die Krallen gemacht. Ja, in dem Fall eben wirklich ausgezogene Krallen, weil, ja, mir ist schon klar, dass ein Hund nicht wie eine Katze die Krallen ausfahren kann. Weil ich ihm jetzt hier dann noch so als Untergrund so einen Knochen gemalt habe und den hält er ganz fest. Ja, genau. Das ist im Grunde auch schon mehr oder weniger das Mopsi, was ich eben noch gerne gemacht habe oder machen wollte, war einfach dann mit weißer. Also ich habe dann noch hier so den Schatten ein bisschen gemalt von den Krallen. Ist auch etwas, was man machen kann, so den Schatten auf den Knochen. Das könnte man aber auch wesentlich mutiger machen, was ich mich nicht getraut habe. Weil dann schaut das nicht nur aus, als wäre hier die Außenlinie einfach dicker gemalt, sondern auch wirklich wie ein Schatten. Also das würde ich fast mit ein bisschen Abstand zur Kralle machen, aber nur so mal am Rande. Und dann habe ich eben noch meinen Schummeltrick aus der Hinterhand gehabt und habe eben mit weißer Acrylfarbe mir dann einfach hier so ein bisschen ein paar Highlights gesetzt. Und mir hat er dann einfach ein bisschen besser gefallen. Macht den Mops ein bisschen, finde ich persönlich, interessanter. Das kann man aber natürlich weglassen. Muss man absolut nicht. Ja, das ist optional. Das ist ein Acrylstift. Ja, die meisten kennen von euch eher so die Acrylfarbe wahrscheinlich aus der Tube. Das ist jetzt in dem Fall einfach auch ganz normal Acrylfarbe, nur in Stiftform. Und die habe ich da dann verwendet. Ja, da habe ich natürlich beim Auge die Lichtpunkte gesetzt und mir dann einfach dadurch so noch so ein paar Details gemalt. Ich fand das einfach schön in der Art und Weise. Ja, Acrylfarbe kann man ja auch ein bisschen verblenden, das ist das Schöne, wenn es noch nicht trocken ist. Somit kann man das dann auch mit dem Pinsel ein bisschen verblenden, wenn man möchte, oder man lässt es einfach als Linie. Ja, man kann es auch mit dem Finger ein bisschen so auseinanderziehen, wenn es noch sehr nass ist und sehr dick aufgetragen. Das habe ich halt dann in dem Fall gemacht. Und ja, genau, ich war ganz zufrieden. Könnt ihr in eure Kom in die, in eure, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!